Es geht ein bisschen, kannst du ja. Wieso haben Sie eine Leuchtpistole dabei? Ich bin mit dem Auto von meinem Dad hergekommen und da war sie drin. Der hat ein Boot. Ich dachte, es wäre eine super Idee, das Ding einzustecken. Verstehen Sie? Falls wir Lust haben, ein Feuerwerk zu veranstalten. Aber stattdessen erschossen Sie jemanden vor dem Fenster. Erschossen? Nein, das habe ich nicht gemacht. Sie sagten doch gerade, Sie haben sie abgefeuert. Ich habe auf ihn geschossen, aber nicht getroffen. Okay, ich habe eine trockene Leichenschau. Ist der was anderes als... Nein, es waren gestern Abend eine Menge Leute zum Feiern, wir ehrlich. Wir waren alle super drauf, aber der Kerl ist durchgedreht. Er hat überall Drinks verschüttet und die Leute beleidigt. Ich wollte ihm ein bisschen Angst einjagen, weil er einfach nicht abhauen wollte. Indem Sie eine Leuchtpistole auf ihn abfeuern? Ist das der Mann? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Ich schwör's Ihnen, das ist ein furchtbares Missverständnis. Das mag sein, aber dennoch kommen Sie mit uns. Der lügt doch, Horatio. Seine Story ist so löchrig wie die Brust unseres Toten. Da stimme ich Ihnen zu, Walter. Beweisen wir es. Zufällig von Dienstsignalrakete getroffen worden. Also, zufällig ist die jetzt gar nicht. Die Wucht der Rakete hat die Flugbahn verändert. Dadurch ist er aufgeschließt worden. Wow. Sowas hätte ihn sicher nicht planen können. Und wenn er in seinem Zimmer war, kann er das Opfer nicht geschubst haben. Der Mord ist ein Alibi. Sehen Sie sich mal den Fußabdruck an. Die Absätze zeigen zur Kante. Selbst mal, er springt nicht rückwärts. Nein, tut sie nicht. Er ist geschubst worden. Sehen Sie sich das an? Anscheinend haben der Tote und der Mörder hier oben eine Party veranstaltet. Dann lassen Sie uns rausfinden, wer noch dazu geladen war. Mehr Fälle